hoffe, dass wir die Anforderungen des Europäischen Rats im Kreis der Finanzminister erfüllen können, bis Ende dieses Jahres den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, sodass die EZB dann und die damit verbundene Institution mit dem Aufbau des tatsächlichen Vollzugs arbeiten können. Ich bin nicht sicher, ob es gelingen wird. Wir geben uns alle Mühe, wir spielen nicht auf Zeit, aber wir werden dabei bestehen, dass die Qualität das Entscheidende ist. In der öffentlichen Debatte, und die Bemerkung muss ich vielleicht noch machen, ist dabei allerdings manches auch durch eine Vorlage aus der Europäischen Kommission vermischt worden. Wir schaffen jetzt eine europäische Bankenaufsicht, aber wir schaffen nicht eine europäische... Wir wissen, dass der Finanzsektor ein hohes Interesse daran hat, dass die Staatsschuldenkrise überwunden wird, die ja die eigentliche Ursache auch der Vertrauenskrise in den Euro ist, so wie wir umgekehrt wissen, dass die Staaten ein großes Interesse daran haben, dass die Bankenkrise überwunden wird, die wiederum ein Teil der Ursache unserer Probleme in der Eurozone sind. Also es hängt unmittelbar miteinander zusammen, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir versuchen, durch Schritte in Richtung eine europäische Bankenunion auch die Risiken zwischen der Staatsverschuldung und dem Finanzsektor stärker voneinander abzukoppeln. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das ist die neue Analyse von IKA News. Wir waren wieder auf dem European Banking Congress in Frankfurt und haben unserem Finanzminister Schäuble ein wenig über die Schultern geschaut. Was er in diesem Fall hier versucht, den Menschen zu erklären, ist, dass wir eine Staatsschuldenkrise haben und die Staatsschuldenkrise ja eigentlich für alles verantwortlich ist und die Bankenkrise auch irgendwo nicht ganz unschuldig ist. Schauen wir jetzt aber mal zurück zu dem Fall von Lehman Brothers. Da begann der Zusammenbruch des Interbankenmarktes, die Banken haben sich untereinander nicht mehr vertraut und so wurde es zu einer ausgewachsenen Bankenkrise. Diese Bankenkrise wurde über Staatsmittel entsprechend bekämpft und daraus entstand dann die Staatsschuldenkrise. Das heißt, wir haben diese Krise eigentlich erst provoziert und von daher kann man das, was Herr Schäuble da gesagt hat, erstmal getrost in die Tonne kloppen. Den nun folgenden Teil, den muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und zwar spricht Herr Schäuble von einer Mission. Das ist schon mal eine Geschichte, wo ich sagen würde, er sagt die Wahrheit. Und dann sagt er wortwörtlich, eines Tages, wenn die nächste Krise kommt, wird die Bereitschaft zur Integration vorhanden sein. Was sagt er uns denn damit? Er sagt uns damit, es war völlig klar, dass die Krise kommt. Er wurde nicht überrascht. Ich meine, das ist für die alltäglichen Besucher sowieso klar. Aber er sagt es jetzt ganz offen vor allen Bankern. Er sagt, wenn die nächste Krise kommt, war uns klar, wird die Bereitschaft da sein. Ich finde, das ist spektakulär. Würden wir neue Schritte der politischen oder wirtschaftlichen Integration erst gehen, wenn wir sie hundertprozentig perfekt vorbereitet gehen könnten, wären wir immer noch ganz am Anfang der Vision eines vereinten Europas und hätten nicht die Fortschritte der letzten Jahrzehnte erreicht. Und deswegen standen wir auch bei der Einführung der Währungsunion vor der Frage, machen wir es jetzt zusammen mit einer politischen Union oder warten wir auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, bis wir die politische Union haben. Und wir haben uns entschieden, wir fangen an und dann wird eines Tages, wenn die nächste Krise kommt, auch die Bereitschaft zu weiteren Integrationsschritten möglich sein. Wie war das? Sekunde. Zurückgespult? Nochmal. Und wir haben uns entschieden, wir fangen an und dann wird eines Tages, wenn die nächste Krise kommt, auch die Bereitschaft zu weiteren Integrationsschritten möglich sein. Und im Übrigen, wenn man vor 2 Jahren gesagt hätte, dass 25 von 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich in einem Fiskalvertrag auf die Einführung von Schulden und der Schuldenbremse des deutschen Grundgesetzes ähnlichen Selbstbeschränkungen, was die Defizitaufnahme in der Zukunft anbetrifft, in ihre nationalen Rechtsordnungen verpflichten würden, hätte man nicht einmal Gelächter geerntet, weil alle gesagt hätten, das glauben sie ja selber nicht, das wird niemals der Fall sein, inzwischen ist das Realität.
Entschuldigung, wenn ich da so lachen muss, aber wo ist denn die deutsche Schuldenbremse hin? Aus dem Grundgesetz. Herr Schäuble, Mensch, haben wir die nicht gerade erst kürzlich wieder gerissen? Reingegangen sind wir mit der Schuldenbremse bei 1,4 Billionen Schulden. Jetzt sind wir bei knapp 2,1 Billionen Schulden. Habe ich was verpasst? Wir haben auch die Lohnstückkosten in den Ländern, bei denen die Wettbewerbsfähigkeit so problematisch ist, dramatisch verbessert. Die Lohnstückkosten in Griechenland oder Irland sind in Irland, Portugal 6, 7, 8%, in Griechenland 12% in den letzten Jahren zurückgegangen. Es ist nicht so, dass wir in den makroökonomischen Kennziffern nicht erhebliche, auch messbare Fortschritte erzielt hätten. An dieser Stelle werde ich fast ein bisschen sauer, muss ich sagen. Herr Schäuble, als erstes Mal schauen Sie sich mal diesen Chart an. Dann habe ich gleich noch einen für Sie. So, und jetzt lassen Sie uns noch mal über makroökonomische Kennzahlen reden. Wir haben die Stückgutkosten reduziert. Um welchen Preis? Ich meine schon, wer seine Sorgfaltspflichten als Bankmanager in einer Weise verletzt, die zu einer existenzbedrohenden Schieflage der Banken führt, der muss, auch wenn ich strafrechtliche Systematik insgesamt nehme, dafür auch strafrechtlich die Folgen tragen. Das können Sie auch strafrechtlich begründen. Es gibt auch sonst Gefährdungsdelikte in unserem Strafrechtssystem. Und im Übrigen sind die Schadensrisiken so groß, dass wir hier auch auf dieses Rechtsinstrument zurückgreifen müssen. Da würde mich ja tatsächlich mal interessieren, wann wir denn beginnen damit, die Banker zur Verantwortung ziehen, die hier die Ökonomie in den Sack hauen und die Menschen ausplündern und weiß der Geier was. Und dann würde mich mal interessieren, gibt das Strafrecht das auch her, dass man Leute wie Sie hinterher zur Verantwortung zieht? Wenn klar wird, dass sie das Eingemachte, das Ersparte und die Zukunft dieser Nation verramscht haben? Verramscht in irgendwelche Bankertaschen? Wir werden uns auch weiter bemühen, auch das hören Sie nicht gern, aber da ich es Ihnen schon oft gesagt habe, ist es auch nichts Neues. Wir werden uns weiter bemühen, notfalls auch mit dem Instrument der verstärkten Zusammenarbeit in Europa eine Finanztransaktionssteuer zustande zu bringen. Ich füge allerdings auch hinzu, und ich sage das auch andernorts nicht anders, wer weiß, wie schwierig es in Europa ist, die Gesetzgebung im Allgemeinen und die bei dem Instrument der verstärkten Zusammenarbeit im Besonderen, der weiß, dass wir ganz sicher nicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten hier zu Ergebnissen kommen werden. Wir werden es also auch nicht im Überschwang machen, und es wird sorgfältig abgewogen sein. Es wird auch noch eine gewisse Zeit brauchen. Was hat Herr Dr. Schäuble dort eigentlich den anwesenden Bankern wohl vermitteln wollen? Er hat ihnen sagen wollen, also passt auf Jungs, ihr wisst genau, ich muss das jetzt hier sagen. Und ihr tut jetzt auch möglichst ein bisschen enttäuscht und traurig. Aber am Schluss sagt er, ja, ihr wisst doch, das ist alles nicht so schnell und das dauert alles seine Zeit und demnächst braucht ihr schon mal gar nicht damit zu rechnen. Also mal wieder die ganz normale Verarsche der Menschen. Zitiert wird dann bereut das nur, dass Schäuble entsprechend angedroht hat und bla 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 bla. Union bezeichnet, aber wir können nicht die nationalen Einlagensicherungssysteme europäisch vergemeinschaften. Wir schaffen Regelungen. Europäische Regelungen, da sind wir mitten in der Arbeit, in der Endphase, für die nationalen Einlagensicherungssysteme. Aber es bleiben nationale Einlagensicherungssysteme. Und wir haben eine europäische Restrukturierungsregelung in der Endphase der europäischen Gesetzgebung. Das sind dann Elemente einer europäischen Bankenunion. Aber auch bei der Bankenunion gilt, was generell für die europäische
Entwicklung gilt. Wir können so lange nicht die Haftung oder auch Einlagensicherungssysteme vergemeinschaften, solange wir nicht auch die Entscheidungen vergemeinschaftet haben. Wir können nicht eine gemeinsame Haftung in der Eurozone einführen, solange die Finanzpolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten entschieden wird. Denn das wäre die Moral Hazard Problematik auf europäischer Ebene institutionalisiert, mit der zwangsläufigen Folge, dass finanzpolitische Stabilität etwas wäre, was jenseits jeder Realität wäre. Wer die Chance hat, sich auf das Risiko anderer zu verschulden, wird diese Chance nicht ausschlagen. Und deswegen ist es wie mit der Vergemeinschaftung der Haftung, die kann erst sein, wenn die Finanz- und soweit die Finanzpolitik vergemeinschaftet ist. Und so ist es auch mit den Einlagensicherungssystemen. Und deswegen sollte niemand unter dem Begriff Bankenunion Erwartungen schüren, die so unrealistisch sind. An dieser Stelle sagt er eigentlich nur, wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa haben, dann wird auch alles vergemeinschaftet und alles in einen Topf verklappt und der Länderfinanzausgleich, beziehungsweise in dem Fall wäre es dann der Staatenfinanzausgleich, wird dann durchgeführt, auch mit den entsprechenden Sicherungssystemen etc. 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 In jeder IWF- und G20-Erklärung feststellen, dass also mittelfristig das hohe Maß an Staatsverschuldung der Industriestaaten zurückgeführt werden muss. Allerdings kurzfristig diskutieren wir in aller Regel nur darüber, wie wir es weiter erhöhen können. Und wenn dann einer wie der deutsche Finanzminister sagt, dass man einen Marathon nicht dadurch beginnt, dass man zunächst in die andere Richtung läuft, dann ist die Reaktion so ähnlich. Aber es nützt auch immer nur begrenzt etwas. Das ist sehr schön, wie er feststellt, dass man einen Marathon nicht damit beginnt, dass man in die andere Richtung rennt. Genau diese Frage haben wir eben 2010 auf dem European Banking Congress gestellt in Bezug auf Griechenland und haben gesagt, ob er denn nicht denkt, dass wir bei einem entsprechend harten Sparprogramm denselben Fehler machen wie seinerzeit unter Reichskanzler Brüning und in die echte Krise erst hineinsparen. Das hat er verneint und Griechenland wurden die Pakete aufoktroyiert und Griechenland ersäuft momentan. Wirtschaftlich sind die völlig am Ende. Was auch klar ist, man beginnt einen Marathon nämlich nicht, indem man in die andere Richtung läuft. Die Griechen wurden gezwungen, alle ertragreichen Bereiche entsprechend zu privatisieren und zu verklingeln. Und alles, was eigentlich nur Kosten produziert, durften sie behalten. Obendrein wurden dann entsprechende Cuts gemacht. Es wurden neue Schulden aufgebürdet, es wurden Schulden erlassen. Am Ende waren aber immer mehr Schulden da als vorher. Das ist schon rein bei ganz einfacher Mathematik zu erkennen, dass das nicht funktionieren kann. Die Hilfsprogramme für Portugal oder die Anpassungsprogramme für Portugal und Irland sind außergewöhnlich erfolgreich. Die Umsetzung des spanischen Bankenrekapitalisierungsprogramms ist auf einem guten Weg. Und es spricht alles dafür, dass wir auch diese bis zu 100 Milliarden Euro, die wir für die spanische Bankenrekapitalisierung bzw. für den spanischen Staat zur Durchführung seiner Bankenrekapitalisierung im Euro, im ESM zur Verfügung gestellt oder in Aussicht gestellt haben, nur etwa nicht einmal in der Größenordnung von etwa 50% tatsächlich in Anspruch nehmen können. An dieser Stelle hat Herr Schäuble, glaube ich, einfach ein bisschen Muffe gehabt, dass vielleicht die Formulierung dann so klingen könnte, als wäre es eine direkte Staatsfinanzierung. Er hat sich dann ein bisschen hin und her gewoben und so weiter und so fort. Und Portugal ist sowieso alles super. Wir sollten mal ein paar Portugiesen danach fragen, wie die das sehen. Ich glaube, die sehen das etwas anders. Irland, muss man sagen, ist tatsächlich etwas besser geworden. Aber das ist ganz sicher den Iren zu verdanken, die entsprechende Reformen angeschoben haben und gerade die Arschbacken zusammenkneifen, um aus dieser Nummer auch wieder rauszukommen. Die Iren wurden nicht einem so dramatischen Sparprogramm unterworfen, wie das dann bei Griechenland der Fall war. Und Spanien, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Das heißt, dort wird noch entsprechend ein ordentlicher Schwung nachkommen. Allein notleidende Kredite reden wir noch über mehrere hundert Milliarden. Und wie sich das Ganze aufgrund der dramatischen Arbeitslosenentwicklung entwickeln wird, das dürfte sich dann nächstes Jahr mit voller Wucht zeigen. An dieser Stelle vielleicht einfach noch mal ein, zwei Charts von meiner Lieblingsseite Querschüsse. Musik.
es an dieser Stelle nicht zu übertreiben, habe ich mich einfach auf die knackigsten Aussagen von Herrn Schäuble beschränkt. Wir werden natürlich auch wie beim letzten Mal das ganze Video als Arbeitsversion hochladen, so dass andere Leute entsprechend auch ihre Videos daraus machen können. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie auch einen entsprechenden Daumen hoch machen. Teilen Sie es, schicken Sie es Freunden. Ein, zwei von den Aussagen, die Schäuble dort getroffen haben, sind schon relativ krass. Vielen Dank und vielleicht bis bald auf iknews.de.